Und bei mir ist Britta Heidemann, vielen von Ihnen zu Hause sicherlich bekannt als Olympiasiegerin im Fechten 2008 in Peking war das. Mhm, Sie gehören zu den vielen Prominenten, die von den Parteien hier aufgestellt wurden als Wahlmann, als Wahlfrau in dem Fall. Ja. Wie kam es denn, dass Sie jetzt hierher entsandt wurden? Wer hat Sie gefragt, wer hat Sie geschickt? Der Christian Lindner hatte mich angerufen Ende letzten Jahres und hat gefragt, ob ich denn bei der Bundesversammlung teilnehmen wollen würde. Und dann habe ich mich natürlich aber auch erkundigt, was das alles bedeutet. Und ich muss sagen, ich habe dann nicht lange gezögert und Ja gesagt. Und ich finde es hier sehr, sehr spannend. Sie wussten ja, dass hier die FDP dazu aufruft, Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten zu wählen. Fällt Ihnen das leicht? Haben Sie ihn gerne gewählt? Also jeder kann ja hier am Ende trotzdem noch wählen, wenn er möchte. Ich habe aber tatsächlich Frank-Walter Steinmeier gewählt. Ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt. Ich habe aber einige Reden gehört und auch von Leuten, die mit ihm viel Umgang haben, mir sagen lassen, dass er ein sehr guter Kollege ist. Und ich glaube, dass er genau diese ausgleichende Wirkung mit in das Amt bringen kann, die der Bundespräsident eben auch haben sollte. Und deswegen denke ich, dass er ein guter Bundespräsident wird. Wie haben Sie denn die Atmosphäre hier bei der Wahlversammlung empfunden? Norbert Lammert hat eine, wie ich finde, sehr schöne Eingangsrede gehalten. Ich weiß gar nicht, ob das von der Länge her üblich war, dass sie so lang war. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich habe mich gewundert, wie häufig geklatscht worden ist, nicht wegen der Rede, sondern einfach, dass die Stimmung eben doch so war, dass viele Leute oder viele der Wähler hier mitgehen und eben für ein offenes Europa geworben hat. Und ich fand das sehr schön. Jetzt sind Sie ja nicht nur in Anführungszeichen Sportler. Sie sind auch Athletenvertreterin, als solche Mitglied im IOC. Wenn Sie jetzt hier auftreten, ist das für Sie auch eine Gelegenheit, für bestimmte Anliegen zu werben? Nein, ich muss hier nicht für irgendwelche Anliegen werben. Ich habe heute einfach versucht, oder ich versuche hier gerade die ganze Zeit, die Atmosphäre aufzusaugen. Als Athlet hat man über die Jahre sehr viel mit Politikern zu tun. Sie hatten eben gerade auch den Innenminister im Interview, mit dem es einen engen Austausch gibt. Nein, und von daher ist es einfach schön, hier mit dabei zu sein und viele bekannte Gesichter zu sehen und vielleicht auch das ein oder andere Gespräch zu führen, klar.